Der Mittwoch wird zum großen Finaltag der DHB-Frauen bei der Handball-Europameisterschaft. Nach dem Sieg Norwegens gegen die Niederlande ist das Halbfinale noch möglich. Für den FC Bayern München geht es gegen Ajax Amsterdam um den Gruppensieg. Die TSG 1899 Hoffenheim will noch in die Europa League springen. Sport 1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für ihren Sporttag komprimiert zusammengefasst. Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit, das ist passiert. CHL, EHC Red Bull München schreibt deutsche Eishockeygeschichte. Der EHC Red Bull München hat es geschafft. Gegen den schwedischen Vertreter Malmö Red Hawks setzte sich der deutsche Meister in einem Wahnsinnsmatch mit mehrmaligen Führungswechseln in der Overtime durch. Nach dem 4:5 in der regulären Spielzeit und dem 2:1 aus dem Hinspiel avancierte Trevor Parkes in der 5. Minute der Overtime zum Matchwinner. Damit gelang den Münchnern Historisches. Sie sind das erste deutsche Team, das das Halbfinale der Champions Hockey League erreicht. Zum Bericht Champions League, Liverpool zittert sich weiter, PSG ebenfalls durch. Der FC Liverpool verhindert im letzten Gruppenspiel das Aus in der Champions League. Durch das goldene Tor von Mo Salah, 34. gewinnen die Reds gegen den SSC Neapel und überholen diesen in der Tabelle aufgrund der mehr geschossenen Tore. Ebenfalls noch nicht sicher durch in der Gruppe war Paris Saint-Germain. Allerdings entledigten sich die Pariser souverän ihrer Pflichtaufgabe. Bei Tabellenschlusslicht Roter Stern Belgrad gewannen sie 4:1 und sind damit Gruppenester. Zum Bericht Champions League Herzschlagfinale zwischen Tottenham und Inter. Bei den Tottenham Hotspur und Inter Mailand ging es im Fernduell um Rang 2 in der Gruppe B. Beim bereits als Gruppensieger feststehenden FC Barcelona erkämpften sich die Engländer zwar nur ein 1:1. Aber sie profitierten vom Ausrutscher Mailands. Beim gruppenletzten PSV Eindhoven kam Inter ebenfalls nicht über ein 1:1 unentschieden hinaus. Damit muss sich das punktgleiche Inter Mailand nun mit der Europa League begnügen. Zum Bericht Champions League Dortmund doch noch Gruppensieger. Im abschließenden Spiel gegen den AS Monaco schwang sich Rafael Guerreiro mit seinen beiden Toren zum Garanten des Sieges auf. Da zeitgleich Atletico Madrid beim FC Brügge nicht über ein torloses Remis hinauskam, zogen die Borussen tatsächlich noch an den Spaniern vorbei und haben sich den begehrten Platz als Gruppensieger gesichert. Zum Bericht Champions League, Schalke gewinnt bei Hövedes Verabschiedung. Große Emotionen vor dem letzten Schalker Gruppenspiel. Zusammen mit Jefferson-Verfahren wurde der langjährige Schalker Benedikt Hövedes verabschiedet. Im Spiel verteilten die Königsblauen dann keine Geschenke mehr an Hövedes und Lokomotive Moskau. Im sportlich bedeutungslosen letzten Gruppenspiel gewann Schalke in der Nachspielzeit durch einen Treffer von Alessandro Schöpf. Zum Bericht NBA, Rockets stoppen Negativserie. Nach zuletzt 3 Niederlagen in Serie schlugen die Texaner zu Hause die Portland Trail Blazers mit 111:103. Bester Werfer bei den Rockets war James Harden mit 29 Punkten. Zum Bericht NHL, Draisaitl trifft bei Oilers Sieg mit einem 6:4 bei den Colorado Avalanche. Schoben sich die Edmonton Oilers auf den ersten Wildcard-Platz in der Western Conference. Leon Draisaitl schoss ein Tor und steuerte 2 Vorlagen bei. Zum Bericht, das passiert heute, Handball-Europameisterschaft Frauen, Deutschland im Gruppenfinale gegen die Niederlande. Für die deutschen Handballfrauen geht es im letzten Gruppenspiel um alles oder nichts. Nur ein Sieg gegen die Niederlande erhält dem DHB die Chance auf den Einzug ins Halbfinale.
Damit hätte Deutschland weiter die Möglichkeit, sich für die ersten Medaillenspiele seit 10 Jahren zu qualifizieren. Handball-Europameisterschaft Niederlande, Deutschland ab 21.00 Uhr im Sport 1 Live-Ticker, Champions League. Bayern duelliert sich mit Ajax um den Gruppensieg. Aktuell führt FC Bayern München die Gruppe E an. Allerdings könnte der deutsche Rekordmeister im letzten Gruppenspiel noch von Ajax Amsterdam verdrängt werden. Dafür bräuchten die Niederländer einen Sieg. Bei einem Remis oder eigenem Sieg steigen die Münchner als Gruppennester in die K.O.-Phase auf. Champions League Ajax Amsterdam, FC Bayern München, ab 21.00 Uhr im Sport 1 Live-Ticker, Champions League Hoffenheim im Fernduell um Rang 3. Die Champions League ist für die TSG 1899 Hoffenheim nach dem letzten Spiel bei Manchester City auf jeden Fall beendet. Aber noch ist die Qualifikation für die Europa League möglich. Dafür muss das Team von Julian Nagelsmann allerdings bei den Sky Blues gewinnen und gleichzeitig auf einen Ausrutscher von Donetsk gegen Lyon hoffen. Champions League, Manchester City, TSG 1899 Hoffenheim, ab 21.00 Uhr im Sport 1 Live-Ticker, WM-Vorbereitung. Der DHB testet gegen Polen. Nach der Kadernominierung steht für die DHB-Auswahl der Männer der erste Test auf dem Programm. Im Rahmen des DHB-Lehrgangs trifft man zu einer Standortbestimmung auf Polen. Vor allem durch das Entgegenkommen der Bundesliga-Vereine bei den Abstellungen, kann Bundestrainer Christian Prokop bereits diesen frühen Termin zur WM-Vorbereitung nutzen und alle Stars an Bord begrüßen. WM-Vorbereitung, Deutschland, Polen, ab 19.00 Uhr im Sport 1 Live-Ticker, Auftakt der FIFA-Club-Weltmeisterschaft, Al-FC trifft auf Team Wellington. Die FIFA-Club-WM startet mit dem ersten Ausscheidungsspiel. Dabei trifft der Rekordmeister aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Al-FC, auf das Team Wellington. Der Sieger dieser Partie zieht ins Viertelfinale ein und steht Esperance Tunis aus Tunesien gegenüber. Der südamerikanische Vertreter River Plate und Real Madrid greifen erst im Halbfinale in das Turnier ein. FIFA-Club-Weltmeisterschaft Al-FC, Team Wellington, ab 16.30 Uhr im Sport 1 Live-Ticker. Das müssen Sie sehen. DFV-Pokal, Halbfinale, Sport 1 zeigt in der Konferenz beide Halbfinale der Frauensport. Eines überträgt zum ersten Mal die beiden Halbfinalspiele des DFV-Pokals der Damen in einer Konferenzschaltung. Dabei treffen die Ladies in Black Aachen auf die Damen von Allianz MTV Stuttgart. Im Ostderby empfängt zudem der SC Potsdam den deutschen Meister SSC Palenberg Schwerin. Volleyball, DFV-Pokal mit Potsdam, Schwerin und Aachen, Stuttgart ab 18.30 Uhr live im TV auf Sport 1. Fantal Kauch. In der neuen Saison hat der Fantok wieder namhafte und interessante Runden mit Experten, Prominenten und Sportjournalisten zu bieten, die über die zeitgleich laufenden Partien der UEFA Champions League diskutieren. Moderiert wird die Talkrunde weiterhin im Wechsel von Thomas Helmer und Oliver Schwesinger. Vor Ort und via Facebook und Twitter können sich die Zuschauer regelmäßig an der Diskussion beteiligen. Sport 1 Fantok, ab 20.30 Uhr live auf Sport 1 im Free TV und Stream. Das Videoschmankerl des Tages: keine Manieren? Nicht bei Thierry Henry. Monaco-Verteidiger Benoit Badiachile schiebt nach der Pressekonferenz seinen Stuhl nicht ordentlich an den Tisch zurück. Trainer Thierry Henry gefällt das gar nicht.